Hallo und willkommen zu diesem FL Studio Tutorial. Ich werde euch in FL Studio zeigen drei Varianten, wie ihr hier Vocal Shops erstellt. Variante 1, die Harmor-Variante. Dafür brauchen wir das Standard-Plugin Harmor, was in FL Studio schon vorhanden ist. Dann brauchen wir ein Sample, wie zum Beispiel unsere Stimme. Hallo, 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 lala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann das direkt in Harmor reinziehen. Bei IMG. Oder wir nehmen uns ein Sample von FL Studio, was vorgegeben ist, und ziehen das dort rein. Oh yeah, move me, move. Nun, ich nehme jetzt meine Stimme als Beispiel. Wenn wir jetzt die Tasten betätigen. Hallo, hallo, hallo. Jetzt können wir hier mit dem Time-Regler den Anschlag bestimmen. Bei Speed können wir den Speed einstellen. Hallo, 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 lala. Hallo, lala. Hallo, hallo, lala. Wir können hier bei ENV die Release und Attack noch einstellen. Hallo, lala. Das lassen wir jetzt aber erstmal. Und jetzt ist es wichtig, eine passende Stelle zu finden und das Ganze mit Effekten zu bearbeiten. Nun haben wir jetzt diese Stelle. Das Ganze packen wir auf den ersten Channel vom Mixer und können es jetzt direkt bearbeiten hier. Als allererstes packe ich einen Equalizer rauf von FL Studio, den Parametric EQ2, und stelle das Ganze dann nach Gehör ein. Ein bisschen mehr Höhen und Mitten, weniger Tiefen, je nachdem, könnt ihr selber entscheiden. Jetzt kommt ein Reverb rauf, auch ein Standard-Plugin von FL Studio, den Fruity Reverb 2. Und ihr könnt das Ganze jetzt noch viel weiter bearbeiten, alles nach eurem Geschmack. Nun, das wäre die erste Variante mit Harmor. Die zweite Variante wäre die Pitcher-Variante. Als allererstes nehmen wir unser Audio auf oder suchen uns ein vorgegebenes von FL Studio oder von irgendeinem Sample-Pack, zum Beispiel dieses hier. That's right, that's right. Dieses Sample packen wir dann wieder auf einem Mixer-Track, in dem Fall wieder 1, und laden hier den Pitcher rein. Auch ein Standard-Effekt-Plugin von FL Studio. Drücken hier unten auf MIDI, geben die Port-Number 1 ein. Und um diesen Pitcher jetzt ansteuern zu können, brauchen wir jetzt ein MIDI-Out. Dafür laden wir uns den MIDI-Out rein und geben hier Port 1 an. Jetzt können wir mit diesem MIDI-Out den Pitcher ansteuern. That's right, 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 that's right. Nun, jetzt legen wir uns einen kleinen Loop in der Playlist mit dieser Audiospur. Jetzt können wir in unseren MIDI-Out Piano reingehen, legen den Pattern schon mal in die Playlist und können das währenddessen, das abspielt, bearbeiten. Als kleiner Tipp kann man jetzt zum Beispiel das Sample auch noch hochpitchen. Nun geht es jetzt wieder an die Effekte, damit das Ganze peppiger ist. Als allererstes, wie bei mir immer, der Fruity Parametric Equalizer 2. Jetzt könnt ihr wieder zum Beispiel einen Reverb reinladen. Schneller kleiner Tipp, wenn ihr das Ganze cooler haben möchtet, mutet alle Effekte außer dem Pitcher, macht das Ganze wieder auf Standard und rendert diese Spur als WAV-Datei aus. Nun, jetzt könnt ihr wieder alle Effekte anmachen, das hochpitchen. Ihr könnt jetzt beispielsweise diese neue runterpitchen. Und ebenfalls mit Effekten belegen. So könnt ihr sehr kreativ sein und Spielchen machen. Das wäre die zweite Methode. Die dritte wäre die schnellste und einfachste, aber nicht unbedingt effektivste. Wir nehmen uns wieder irgendein Sample oder unsere eigene Stimme. Das ist nämlich die Sampler-Methode. Move me.
Jetzt können wir das Ganze im Sampler bearbeiten. Das Ganze packen wir wieder auf Channel 1 und können es dann direkt bearbeiten. Ja, das waren 3 Methoden. Ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Rumexperimentieren mit Vocals. Bis zum nächsten Tutorial und tschüss.